einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team. Und wie ihr am Intro und wahrscheinlich auch am Namen und am Thumbnail und am allem anderen schon erkannt habt, geht es heute um diese formschöne Pfeife, und zwar die Lazica Dasmageddon. So lautet zumindest der Name auf dem Karton. Dasmageddon. Dasmageddon. Dom. TV. Ah, gleich wieder verkrankt die Anmoderation. Okay, ihr merkt vielleicht schon am Namen so ein bisschen, wo das Ganze hingeht. Natürlich irgendwie stark angelehnt an die Armageddon. Ja, also es gibt noch, was hast du gesagt? Kasmageddon. Kasmageddon. Und Damageddon. Und Damageddon. Irgendwie sowas alles. Im Prinzip ist das immer die gleiche Pfeife, außer die Rauchsäule. Die ist dann anders. Und hier ist noch ein kleines Gimmick drauf, das habt ihr eigentlich nicht dabei. Und das ist der Molassefänger. Den fand ich ziemlich nice. Hier nochmal klein eingeblendet. Der Originale ist hier drüben drauf, den ich eigentlich dazu bekommen habe. Das Wichtige in der Nahaufnahme habt ihr schon gesehen. Ich würde sagen, wir werden nicht lange drum rumreden und einfach mal anfangen, wie raucht sich das Teil. Vielleicht kann man das ja schon am Sound hören, also das ist ein ganz anderes Rauchempfinden. Es hört sich so ein bisschen an, wenn man so diese Wasserspende hat, das Wasser rauslässt und dann die Luft so nachgezogen. Ich finde das Blubbern eigentlich mit dem Diffusor echt nice und es plätschert so ein bisschen. Also ihr zieht wirklich durch die Bowlform relativ viel Wasser bis hier oben, würde ich sagen, wenn ihr stark zieht. Aber es geht nicht in den Schlauch rein und es plätschert dann wieder zurück. Und das habe ich echt noch bei keiner Pfeife gehört. Also ich finde es geil. Ja. Irgendwie finde ich es lustig. Ja, so vom Rauchverhalten, also lässt sich wirklich gut ziehen. Super entspannt. Weiß nicht, wie ist es ohne Diffusor? Ja, ohne Diffusor ist sie auch relativ leise, finde ich. Ist jetzt fürs Video ein bisschen blöd, weil dann knallt es halt immer richtig für euch. Denn wenn ihr den Bass aufgedreht habt, dann hört man uns halt nicht mehr. Ja, also wie ihr ja unschwer erkennen könnt, wenn ihr nicht gerade farbenblind seid, herzliches Beileid, haben wir hier die grüne Variante. Es gibt die aber auch noch in ganz vielen anderen knalligen Farben. Dunkelblau, so ein Neonpink ist dabei, die sieht auch echt krass aus. Wenn ihr was Dezenteres wollt, könnt ihr die in ganz schwarz kaufen. Also guckt einfach mal, was es da gibt. Die Beschichtung ist auf jeden Fall echt cool. Also auch bei der Grün sieht das mega nice aus. Wir sollen weniger Fremdwörter sagen, wurde mir mal zugetragen. Es sieht wunderschön aus in diesem dunkelgrünen Ton und das ja, reflektiert halt irgendwie ganz cool im Licht. Mhm. Ja, gefällt mir echt gut. Bei den Materialien sind wir uns nicht so ganz einig. Es steht im Internet immer irgendwas von Edelstahl und meiner Meinung nach ist da nicht viel Edelstahl verbaut. Höchstens am Tauchrohr, das definitiv aus Edelstahl ist, und der Diffusor. Aber die Rauchsäule fühlt sich für mich ein bisschen an wie Aluminium. Sie ist aber auch wenig schwerer, als man es gewohnt ist von Aluminium. Aber die Beschichtung erinnert halt an eloxiertes Aluminium und so sieht es wirklich auch aus, wenn ihr sie hier zu stehen habt. Ja, hier unten, das ist, ich weiß es nicht, von innen ist es ganz schön blank, aber ihr habt es vielleicht in der Detailaufnahme gesehen, dass sich da irgend so ein Mock da absetzt. Also es ist definitiv nicht irgendwie von dem Wasser hier oder irgendwie krasse Kalkflecken, weil bei meinen Edelstahlpfeifen sieht man gar nichts. Die können auch eine Woche rumstehen und da sieht man nichts, was ich da unten absetze und ich krieg's auch nicht ab. Also es geht nicht mit Seife und ein bisschen Schrubben ab. Es ist halt wirklich fest drauf. Ich weiß es nicht, also mit den Materialien wird hier ganz schön geflunkert. Nichtsdestotrotz ist es für mich nicht unbedingt ein Kritikpunkt, weil der Preis spricht für sich. Ich habe die auf der Messe gekauft für 60 Euro und da sind sie nicht mal weit mit dem Preis runtergegangen. Die waren ein bisschen komisch da beim Lazica-Stand. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte, aber wirklich, es war meine Erfahrung. Und es hat auch relativ lange gedauert, bis ich den Molassefinger da noch irgendwie rausgehandelt habe. Aber ich glaube, so normal kriegt ihr die im Internet so um die 70, 80 Euro, denke ich mal. Also die sind nicht wahnsinnig teuer. Die haben sowieso ein relativ breites Produktspektrum. Das fängt an bei komplett Silikonpfeifen, die für 10 Euro schon zu kaufen sind. Mhm. Bis hin zur teuersten, die glaube ich bei 200 Euro liegt. Also insgesamt relativ günstig. Auch wenn ihr eine günstige Wuka haben wollt. Kleine Tipp am Rande, guckt mal bei einer Lazica. Irgendwo also, sind halt die Designs definitiv geklaut. Aber sie haben noch einen eigenen Touch, das finde ich ganz gut. Also es ist nicht eine komplette Nachahmung, es ist halt schon noch so ein bisschen eigener Flair dabei. Das stimmt. Bei den ganzen Pfeifen, die mittlerweile auf dem Markt sind, ist irgendwie klar, dass sich alles so ein bisschen ähnlich aussieht. Ja, und mit dem eigenen Touch finde ich halt auch ganz gut, dass man es nicht komplett abgekupfert hat. Ist halt die Frage,
wie die Qualität hat. Also die VUCA, die wir zu Hause haben, die ist ja wirklich die beste Pfeife, die ich bisher irgendwie mal hatte. Ja, da ist ja die Frage, ob die Lazica Vuki, ob die halt ähnlich gut ist oder... Ich bezweifle es auch, ja. Aber rein optisch sieht es halt wirklich aus wie eine VUCA. Okay, was vielleicht hier noch ganz wichtig zu sagen ist, wir haben bei der Pfeife ein Klickgewinde, wirklich 180 Grad, kann man es einmal drehen, dann ist sie offen. Nicht mal? Nö, das, ich würde fast sagen, das sind gerade mal 90 Grad, die man so drehen muss, dann ist sie offen. Ja, oh Gott. Dann ist nicht viel. Nicht viel, aber... Puste mal bitte. Ja, ihr seht... Halt stabil. Stabil und dicht. Und dicht, ja. Das ist schon mal gut. Also bei Klickgewinden, so die, gerade die Anfänge, da war es immer noch ein bisschen heikel, wenn man die zusammenschaut hat, ob die wirklich festhalten. Aber hier wackelt gar nichts, ist alles wirklich dicht und fest. Ihr habt auch einen kleinen Gummidichtring wieder drin. Ah ja, perfekt. Finde ich ganz gut. Ja. Also es sichert noch mal ein bisschen ab und Metall läuft nicht direkt auf Metall. Ja, was noch dabei war, dieser Knickschutz hier für den Schlauch. Gerade für Silikonschläuche immer ganz gut, ganz angebracht. Und was auch noch ganz cool ist, Die Bowl sieht zwar so aus, als hätten wir die eingefärbt, aber haben wir gar nicht. Also Lebensmittelfarbe haben wir nur oben in den Molassefänger reingemacht. Die Bowl hat hier unten ungefähr, also bis zu dieser Höhe, ist sie halt einfach wirklich grün gefärbt. Und das reicht aus, um das Wasser komplett grün zu färben oder grün erscheinen zu lassen. Von daher einfach harmoniert es super gut zusammen und das Zusammenspiel ist einfach geil. Du hast das Gefühl, immer grünes Wasser, dann die grüne Rauchsäule, der Kohlenteller, natürlich auch noch der Kopf. Ein Irish Byrish, unsere Sapphire Power Bowl, passt natürlich perfekt dazu. So. Das zieht sich ja mega nice. Oder? Dieses feine Blubbern ist ja wirklich so, wie ihr beschrieben habt. Ja, zählt ja gar kein Blödsinn, wenn ihr redet. Ja, wunderbar. Krass. Ja. Weiß. Ja. Damit kommen wir gleich zum Fazit, würde ich sagen. Und ich denke, ich spreche hier für uns, wenn ich sage, dass es eine klare Kaufempfehlung für die Pfeife gibt. Absolut. Sie ist optisch, finde ich, der Hammer. Ich finde sie wirklich sehr, sehr schick. Und bei dem Preis wissen die meisten von euch, glaube ich, was sie kaufen. Für die, die es noch nicht wissen, ihr kauft halt keine MIG, VUCA, was auch immer, die 200, 300 Euro plus sind. Ihr kauft halt eine mittelklassige Pfeife und das merkt man leider auch, oder es ist überall so, man merkt es an den Gewinden, man merkt es ein bisschen an der Verarbeitung. Ihr habt hier und da ein paar Unregelmäßigkeiten, muss man hier sagen, ist innen relativ grob manchmal gefräst worden. Da sieht man was. Von außen, der einzige Makel, den ich sofort entdeckt habe, ist hier oben am Teller. Da ist wirklich irgendwie eine richtig fette Delle hier am Rand drin. Es ist leider schade, aber es wird auch nicht bei jeder Pfeife sein, die ihr bestellt, dass da irgendwo so ein Makel dran ist. Aber ansonsten kann man damit nichts falsch machen. Man kann die halt ohne Probleme rauchen. Ich habe die jetzt schon öfter im Einsatz gehabt. Sie ist nicht komplett irgendwie verschmantelt, sodass man sagt, ja, die hält jetzt noch ein halbes Jahr durch und dann kann man sie wegschmeißen. Die Gewinde laufen noch sauber. Alles schick. Ihr habt einen 18,8er Schliff. Auch ziemlich geil, ist jetzt überall fast Standard geworden und auch jetzt bei den niedrigpreisigen Pfeifen. Finde ich Hammer. Ihr könnt da Molassefinger ranmachen. Es wertet sie optisch nochmal auf, finde ich. Gerade auch mit der Lebensmittelfarbe. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ja. Also wie gesagt, ich finde wenig Negativpunkte für diesen Preis, muss man sagen. Das ist krass. Ja, ich habe gerade mal so zurückgedacht, wenn ich an meine erste Shisha denke, die ich mir geholt habe, irgendwie aus, keine Ahnung, Nickel, was auch immer. Irgendwie die billigsten Materialien, da hat man, weiß ich nicht, vor 5 Jahren auch noch den gleichen Preis bezahlt, 60 Euro. Mhm. Und die konnte man nach einem halben Jahr wegwerfen. Und mit der hast du halt, ja, trotzdem, weiß ich nicht, kann man in schlechter Zeit sagen, wie lange man damit Freude hat, aber wenn man die ein bisschen pflegt, dann kann man die halt schon einige Jahre nutzen. Ja, und das für den Preis. So Leute, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Und ja, dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Video wieder. Das gleich. Beim nächsten Video wieder. Das klingt irgendwie komisch.
Nö, ist wieder gut. Die Leute haben sich dran gewöhnt, mach weiter. Okay. Checkt auch unsere Social Media Kanäle aus. Instagram, Facebook habt ihr unten nochmal eingeblendet. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr euch nach diesem Video vielleicht direkt entschieden habt: Mensch, für den Preis kann ich nichts falsch machen, da hole ich mir meine Lazizza ran. Also gerne, eure Erfahrungen bringen uns auch weiter. Ja. Tschüss, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht wieder einzuschalten. Euer T-Shirt-Team. Ciao, ciao. 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 Übrigens rauchen wir den Gurke hier drüben. Ja. Das ist kein Witz. Wir haben nicht nur im Video gesagt, dass der geil ist. Ich finde den immer noch Hammer. Der ist echt lecker. Der ist auch beim dritten Kopf nicht mehr eklig. Nicht mehr eklig? Das ist ungewollt.